Wir sind heute hier, um gegen einen Anschlag auf die selbstverwaltete Jugendbegegnungsstätte Café Median und die Häuser des Vereins Alternatives Wohnen in Rostock, kurz Aviro e.V., zu protestieren. In der Nacht auf den 23. Januar schütteten Neonazis Buttersäure vor und in die Gebäude in der Niklotzstraße. Wir wollen heute unseren Unmut darüber auf die Straße tragen. Dass Neonazis unsere Freiräume angreifen und ihnen zeigen, dass wir zusammenstehen werden gegen die neonazistische Ideologie und ihre Folgen. Das ist das gleiche Rassistenpakt! Solche Vorkommnisse müssen von Anfang an thematisiert und skandalisiert werden, um zu verhindern, dass sich die rechten Angreifer in Sicherheit wiegen und ihre Taten in Quantität und Qualität intensivieren. Der Aviro e.V. steht für alternatives Leben, linke Politik und antifaschistisches Engagement. Wir werden keine Angriffe auf unseren Verein und unsere Freiräume dulden. Wenn Neonazis aktiv werden, greifen wir ein. Das Viertel ist sich einig, gemeinsam gegen Nazi-Gewalt. Egal ob am Hauptbahnhof saufende Nazi-Klicken, Lanzerlieder grölen, Michael Fischer seine Kameraden an der Warnemünder Promenade zur nationalen Revolution führen will oder David Norbert Petereit im Landtag und der Rostocker Bürgerschaft gegen uns, Migrantinnen und alles, was ihm Fremde hetzt. Wichtig ist es, Nazis zu beobachten und ihnen keine ruhige Minute zu lassen. Die Rostocker Neonazi-Szene denkt, sie wäre mit ihrem Buttersäureanschlag auf unsere Häuser über sich hinausgewachsen. Doch wir wissen, wer die NSR ist. Wir wissen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Es bleibt nichts unbeantwortet und deswegen zeigen wir heute unsere Solidarität mit den Projekthäusern des Aviro. Wir kennen euch, wir hassen euch. Alerta Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista!